Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Augsburg. Entstand 2:0 für die Werkself. An meiner Seite die beiden Trainer, Gästecoach Martin Schmidt und unser Cheftrainer Peter Boss. Und die erste Bitte geht natürlich an Martin Schmidt um seinen Kommentar zum Spiel. Ja, auch hallo von meiner Seite. Ja, das war ein Spiel, wie wir es ein bisschen erwartet haben, dass Leverkusen natürlich den Ball hat und den sehr, sehr gut hat und auch ein gutes Positionsspiel. Und wir haben uns auch gut eingestellt. Ich glaube, am Anfang den Gegner vom Tor weghalten können, waren aggressiv, waren gegen den Ball, aber hatten unheimlich viel gearbeitet gegen Ball, damit wir dann, wenn wir zwei, drei Umschaltchancen hatten, dann zu unsauber waren und die nicht ausspielen konnten. Und wenn du hier was holen willst, muss natürlich so, zum Beispiel auch in der Ecke, wo wir knapp daneben köpfen, musst du halt dann auch mal was machen. Und ansonsten haben wir dann eigentlich recht gut den Gegner vom Tor weghalten können. Zwei, drei Torchancen war es trotzdem, die eine drin und dann war es die Arbeit noch ein bisschen schwerer. In der Pause haben wir zwei, drei Sachen angesprochen, nochmal beim Anlaufen, ein Ticken höher zu sein. Wir müssen mehr machen, wir müssen auch mehr mit dem Ball machen. Haben auch bald mal dann mit Ruben einen zusätzlichen Offensiven auf die Bahn gebracht. Und ja, in der Phase kriegen wir dann das 2-0. Und das heißt dann natürlich auch hier in Leverkusen, dass der Weg noch ein bisschen steiler wird. Dann muss ich über die letzten 20 Minuten reden, wo wir dann irgendwann trotzdem den Mut und auch zum Fußball und nach vorne mehr versucht haben, auch mehr gemacht haben, zu zwei, drei Torchancen gekommen wären. Wir haben ein Risiko genommen, wollten ein Risiko nehmen und wenn du hier eins machst, kannst du vielleicht nochmal ein bisschen aufflackern, nochmal brennen, aber das war heute zu wenig. Mit einer ersten Halbzeit defensiv solide, zufrieden, nach vorne zu wenig. Zweite Halbzeit war im Gesamtkontext okay, aber es bleibt viel Arbeit vor uns. Es kommen, die Spieler werden nicht einfacher. Es werden trotzdem Gladbachs nächste Heimspiel. Wir werden uns auf die Heimstärke fokussieren. Daheim haben wir in diesem Jahr gepunktet. Deshalb da, wo wir stehen, in dem Mittelfeld, wo wir jetzt stehen, da haben wir unsere Heimstärke dadurch auch mit Schuld dran und deshalb wollen wir dann natürlich im nächsten Heimspiel gegen Gladbach alles reinwerfen. Leverkusen in der Woche eine schöne Reise, eine erfolgreiche Reise nach Porto und uns viel Arbeit fürs nächste Spiel. Es bleibt viel Arbeit. Wir müssen die Tendenz wieder drehen wie in der Hinrunde, weil momentan ist es ziemlich harzig und steinig. Aber als Team, im Team stimmt es, Mentalität stimmt, die Arbeit stimmt. Wir werden weiterarbeiten und zurückkommen, da bin ich überzeugt. Dankeschön und alles Gute, gute Heimreise. Vielen Dank, Herr Schmidt. Peter, dein Statement zum Spiel, bitte. Ja, gutes Ergebnis. Zu Hause 2:0 gewinnen, das ist gut. Ich war nicht zufrieden mit, wie wir angefangen haben. Da haben wir viel zu langsam gespielt, viel zu viel zurückgespielt, nicht nach vorne gespielt. Wir haben das dann ein bisschen umgestellt. Weil die uns sehr gut angelaufen sind am Anfang, haben wir Sven ins Mittelfeld gestellt und dann haben wir ein bisschen mehr Raum bekommen. Das Spiel wird ein bisschen schneller und dann sieht man mit individuellen Qualitäten, die wir haben, so mit Kai und dann Musa hinter die Kette läuft, dass wir dann gefährlich werden. Das war gut, wir machen das zweite Tor, dann müssen wir auch das dritte Tor machen, das schaffen wir nicht. Und dann am Ende bin ich total nicht zufrieden, was wir da geleistet haben. Viele einfache Ballverluste. Viel zu kurz hinter raus spielen wollen, statt schneller nach vorne spielen. Und das hat mich total nicht gefallen. In dieser Phase, wenn man noch ein Gegentor bekommt, kann das noch gefährlich werden. Das ist nicht passiert, deshalb kein Gegentor. 2:0 gespielt, 2:0 gewonnen. Wir bleiben oben dran. Damit bin ich sehr zufrieden. Danke, Peter. Gibt es Fragen an die beiden Cheftrainer? Philipp Ahrens von der Bild. Sie haben, Herr Boss, den Moussa Diaby gerade angesprochen. Wie war denn der Draht nach Paris über die letzten 48 Stunden? Habt ihr da Sorgen gehabt, dass er doch noch in den Zug steigen muss? Wie ist denn da jetzt gerade der Stand? Ja, Flugzeug, ja. Nee, der Stand ist, dass das noch ruhig ist. Also keine Ahnung, wann es passiert. Ich bin kein Doktor, vor allen Dingen kein Gynäkolog und ich habe keine Ahnung, also wir müssen abwarten, was das betrifft. Frank Nägele? Sie haben fünf neue Spieler gebracht gegenüber Porto. Ein paar waren natürlich nicht ganz freiwillig. Charles Arangis vermutlich krank. Und was, sagen Sie noch was zu Kevin Volland, wo ja erste Entwarnung kam und jetzt zeigt sich, dass es doch wohl ernster ist. Ja, stimmt. Also ich habe die erste Mitteilung auch bekommen, dass nichts kaputt war. Das stimmt nicht. Der Kevin wird lange ausfallen.
Und leider, morgen geht er nach München, da wird er untersucht und dann wird alles deutlich sein. Aber wie das jetzt aussieht, ist, dass er für langere Zeit ausfällt. Charlie war krank, war gut krank und konnte dann auch heute nicht spielen. Das ist abwarten, wie schnell er wieder erholt. Philipp Ahrens? Da muss ich nochmal nachfragen. Ist das denn, aber es ist eine Verletzung am Sprunggelenk? Ja, Sprunggelenk. Oh mein Gott, Sinusmosas. Sinusmosas. Also das, wie gesagt, das sieht nicht gut aus. Damit wäre die Saison ja quasi vorbei für ihn. Das ist eine Möglichkeit, ja. Gibt es weitere Fragen? Hartmann, Herr Hartmann? Uli Hartmann von der Süddeutschen Zeitung. Herr Schmidt, eine Frage an Sie. Wie sehen Sie denn jetzt die weitere Ausgangssituation für Ihre Mannschaft in dieser Saison? Sagen Sie, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir nicht nach unten reinrutschen? Oder hegen Sie eher die Hoffnung, vielleicht oben Richtung Europa-League-Plätze nochmal angreifen zu können? Ich glaube, der zweite Teil der Frage ist, nach diesem Spiel, wenn wir gewonnen hätten, hätten wir sie vielleicht irgendwie in der Art verantworten können. Nein, es ist Realität, dass wir eine Ausgangsposition haben, die eigentlich eine solide ist, wenn man sagt, nach hinten 10 Punkte auf den direkten Abstiegsplatz und so weiter, dass sich das gut anhört und auch relativ gut noch aussieht. Aber die Tendenz ist momentan, dass die Teams hinter uns die bessere Phase haben als wir. Bei uns die Tendenz im Moment nicht stimmt. Wir hatten November, Dezember eine sehr gute Tendenz. Im Moment ist es ein bisschen steinig und harzig. Also im Moment fehlen uns wirklich so diese Erfolgserlebnisse und dadurch wird es halt von hinten gedrängt. Und irgendwann haben wir jetzt die Position noch gehalten. Unser Ziel ist es, um dieses Mittelfeld, um diesen 10., 11. Platz zu kämpfen, solange es geht. Den Kampf geben wir nicht auf. Nochmal nächsten Wochenende kommt Gladbach. Auch da beginnt zu null. Aber es ist schon so, dass von hinten Teams in Form kommen und wir schon schleunigst gucken müssen, dass wir punkten. Wir können nicht immer davon reden, ja, 3 Siege und das könnte dann reichen oder irgendwie für irgendein Ziel. Nein, wir müssen Spiel für Spiel nehmen. Wir wollen nicht mit 6 Punkten rechnen, nicht mit 9 Punkten rechnen. Wir wollen diesen Platz verteidigen, dafür braucht es Punkte. Wir wollen da hinkommen, wo wir in der Hinrunde waren. Und da sind wir im Moment nicht ganz dran. Aber die Situation ist nicht besorgniserregend, aber es sind sicher Warnzeichen da. Und wir müssen schleunigst den Kurs wechseln, weil momentan geht es mit unseren Teams, wo um uns herum sind, bei uns ein bisschen in die falsche Richtung. Ich schaue nochmal in die Runde. Wenn keine Fragen mehr sind, dann wünschen wir den Gästen aus Augsburg einen guten Nachhauseweg. Und wir sehen uns hier in der Bayer Arena wieder das nächste Mal am 4. März. Dann ist der 1. FC Union Berlin für das Viertelfinale im DFB-Pokal zu Gast. Vielen Dank. Tschüss.